Hallo und herzlich willkommen hier zur ersten Folge hier für Kadel. Quatsch. Für Kettle im Kopf. Ja, Düngen ist nachgedüngt habe ich. Und jetzt geht's zurück zum Hof. Und stelle nochmal weg. Laut Wetterbericht soll es ja morgen besser werden. Ich werde nachher die Zeit überspringen zu Hause und dort. Ja. Kuschelhaft. Weil die Aussaat macht sich schwierig, aufgrund der Tatsache, dass es entsprechend rutscht. Ob es von Regen liegt oder am Feld mit dem Stoppel, kann beides sein. Deswegen probiere ich mal aus, dass wir da jetzt einmal die Zeit verspulen. Klar, mit offenen Düngersteuer fahren ist irgendwie ungünstig bei dem Wetter. Aber ich denke mal, hat keine Auswirkungen. Hatte nämlich letztes Mal dem Feld das Düngen mehr oder weniger nicht aktiviert und so und vergessen. Und das ist eigentlich schlecht, ne? Und echt komplett zu wenig gedüngt oder gar nicht, das ist ungünstig. Ob das hier im Spiel Auswirkungen hat? Entschuldigung, das weiß ich jetzt nicht genau. Könnte aber durchaus sein, ne? Deswegen jetzt halber mal ja, diese Striche mal wegmachen hier. Obwohl, das macht hier nichts. Anführungszeichen. War die Katze. So, Bremse. Alles mit Tastatur, die Steuerung, ne? Also Lenkrad mache ich nur lenken. So. Sag mal ganz grob. Würde ohne nicht funktionieren. Na, Mieze, was ist? Bist du? Na, die Tiere sind ja im Prinzip. Na, guck's nach Maus, ne? Genau. Vielleicht findest du eine. Beziehungsweise fängst eine. So, jetzt haben wir 16.20 Uhr. Wenn man. Ja, 10 Stunden, das wäre viel. Machen wir 13 Stunden. Ne, 13 ist blöd. Wenn der. Oh, das ist sehr früh. Doch zu wenig. So. Ein bisschen heller darf schon sein, ne? So, 8.22 Uhr, eigentlich perfekte Zeit zum Aufstehen, wenn man nichts vorhat, ne? Ja, so ist angenehmer. Na, Mieze, was ist? Jetzt kannst du weg. Okay, wir tappen uns mal rein. Mal ganz kurz starten. So, jetzt muss ich aber jetzt aufpassen. Ist jetzt, achso, gerade sein, ist halt nur alles weg. Nix da. Gut, nicht gut. Ich muss gucken, ob alles aktiviert ist. Und zwar Saatgut und Dünger. Dazu gehen wir auf unser Arbeitsgerät. Dünger ist eigentlich tief. Okay, Gruppen tief. Dünger, System anschalten. Saatsystem anschalten. Na gut, das ist ein bisschen irritierend. Sollte jetzt eigentlich funktionieren. Eigentlich. Ja. Noch Lenkung aktivieren. Lenkung ist mit O. Kann man aktivieren, ohne großes Menü reingehen zu müssen. Ne? So, Tempomat. Ist eingestellt. Wow. Wir starten mal langsam. Wir haben 15 km eingestellt. Okay, das bleibt so. Dünger und Saatgut geht raus. Das ist wichtig, sonst geht nichts. Nochmal Licht.
Ja, CPU schon bei 80 Grad. 81 Grad, aber fragt man nicht, was da los ist. Ja, anscheinend zu viel Leistung. Ja, hier haben wir auch wieder auf einen Feld Backup fahren müssen. So wie gestern. Gut, es wird da früh um die abgetrocknet sein, ne? Ich hoffe, dass es allgemein trocken bleibt. Oh, das gute Gerät schon kaputt. Das soll man zu viel Belastung haben, ne? Das geht back up, das geht gleich vorwärts. Leider müssen wir wieder abbremsen. Oh. Ist da schon ein Wachstum gewesen? So. So, mal gucken. Was hier zu sehen ist. Soll unser Saatgut sein? Einen Tag schon? Das ist eher unwahrscheinlich, ne? Aber scheint wachsen teilweise. Nach einem Tag. Wahnsinn. Was macht unser Reh hier? Läuft weg. Gut, wenn ein Reh nicht weglaufen würde, Abstand halten. Früher hieß es immer Tollwutgefahr. Anscheinend ist aber jetzt die Tollwut. Ja, ich höre davon nichts mehr, ne? Ist aber so. Die hatten mal eine große Aktion gestartet mit Impfköder. Also die haben die Füchse im Prinzip geimpft mit. Ja. Das gute Gerät oben. Ich glaube ja. Nehmen wir an, ne? Da wollen wir nicht hin. Wie gesagt, ich werde jetzt von oben mal ganz kurz mal. Anscheinend haben wir kein Allrad. Anscheinend. Ist immer schwer zu sagen, ist es uns nicht eingeschaltet, ne? Sehr schwer. Oh, du wolltest ihn machen. Tja. Oder das gute Gerät unten. Kann auch sein. Ja, ja. Ganz kurz mal Lenkung ausschalten, die automatische. Sonst will er mir immer den Kurs fahren, ne? Gut, fangen wir von oben an. So ist halt die bessere Lösung. Ich hätte vielleicht doch im Herbst aussehen sollen, aber gut. Nun, das ist mal ein Frühling, ne? Ja, wenn das einen breiteren Körper geben würde, der ein bisschen ganz leicht auflocken könnte, eine Breite, 8 Meter oder so, da wäre aus viel getan. Aber ich brauche längerfristig einen größeren Traktor. Leider ist das so, dass der leider etwas zu wenig PS hat. 180, soweit ich weiß. Jetzt muss ich hier ein bisschen gleich bremsen, nachdenken. Und zwar T und V. Lenkung. Ja, wieder mal zu spät. Dann bleibt der Schaden nicht ganz so groß. Na, es geht. Ja, mit GPS, in Anführungszeichen, wenn das sowas ist, geht es am besten. Schlichtweg, um optimal die Aussaat hinzubekommen und halt sparsam auf dem Düngen, ne? Also Dünger kostet hier auch viel Geld, Saatgut aber auch, deswegen ist es ganz sinnvoll, vor allem immer was, wenn man es nachher manuell macht und das wird nachher, naja, zu wenig und wir haben zu viele Reste. Dann ist er blöd, ne? Wow. Lenkung aus.
Ja, man kann was sehen, was da kommt, ne? Ohne einen Tag normalerweise sind, nichts zu sehen ist, ne? So gut kalt tut es auch nicht. Ja, bei plus 6 Grad, na, nee. Auch wenn der Boden ein bisschen wärmer ist, vielleicht trotzdem einen Tag. Ja, doch, bei. Ich bin überlegt, weil wir mit Gras ausgesät haben zu Hause, nach einem Tag ist schon ein ganz, ganz leichter bei passender Temperaturwachstum zu sehen. Aber wie gesagt, bei. Weiß ja nicht, wie tief er aussieht, ne? Das weiß ich gar nicht. Also, das lässt sich ja nicht einstellen. Mal sehen, dass wir das Gerät nächstes Jahr mal eine Reparatur vornehmen. Könnte natürlich auch sein, dass es noch nicht mehr so perfekt ist. Einmal zu oft gegen Brocken gefahren vielleicht oder Stein. Ja, mit Schwung geht das einigermaßen, ne? Ja, so 82 Grad, wohl die Leistung nur bei GPU bei knapp 50% ist, ne? Also von daher ist eigentlich das nicht zu erklären, wenn man so weiß ist, ne? Ja, ich habe noch zwei Felder noch zu machen, ne? Heftig, aber gut. Leider keine größeren Maschinen, ne? So. Aus, ja. Ist ganz wichtig, alles komplett ausgesät haben, damit es sich auch entsprechend lohnt nachher, ne? Bei der Ernte. Also da möglichst wenig freie Flächen haben und ja, hohe Erträge bekommen, ne? So langsam aber sicher. Zwei Felder brauche ich hier noch, glaube ich. Zwei Felder. Da steht noch. Also beim Menü. Felder weiter. So, Felder. Im Besitz. So, Feld 3. Feld 5. Also. Und diese beiden noch, da hätte ich. Na gut. Ja, diese beiden noch, da hätte ich die Ecke komplett. Natürlich kann man da noch ein Feld nehmen und also ist noch einiges hier zu holen. 1, 2, 3, 4. 4 Felder noch. Dann haben wir die Ecke. Und wir können später hier oben bei der BGH, da müsste BGH sein, auch mal Häckselgut hin anliefern. Ne? So, guck mal kurz rein. Düngermodus. Also unsere alten Felder sind einigermaßen gut gedüngt. Da sind wir jetzt bei. Zu knapp 3/4. Das geht auch. Das kann man gar nicht meckern. In Anführungszeichen, ne? Hier könnte ein bisschen mehr sein. Aber denkt man, damit können wir leben. Einmal noch düngen mit einer etwas höheren Gabe bei Feld 1. Ja, da könnte man hier ein bisschen steigern, ne? Ich mach das, wie gesagt, mit Augenmaß. Vom Berechnen haltet nichts. Das macht die Sache viel zu kompliziert. So viel darf es nicht werden, ne? Also das ist das ganze Problem. Wenn es hier Auswirkungen hat, ich weiß es nicht genau. Also geh mal auf, das ist so. Ja, Saatgut haben wir noch im Lager, das ist gut. Müsste alle reichen und Feststoffdünger. Dieses 15-15 müssen wir halt zukaufen. Ja. So, Lenkung. D. V. Vorne wird der gekruppert. Ne? Das ist ja dann, das ist, im Prinzip den Boden auflockert. Laut Bezeichnung 20 cm. Das ist ganz gut. Ich werde mal nächstes Jahr
Nee, ist ja gut. Also, wenn ich es mir leisten kann, einen neuen Traktor zu kaufen, und zwar den Deutz, der hat die nötige PS und den Flug dazu. Vielleicht lasse ich mal ein KI flügen. Also, muss sagen, wie gesagt, muss finanziell muss es hinkommen. Jetzt wird ja noch nachher müssen wir den Drescher her im Prinzip ausleihen. Der ist nicht hoch. Ja, das ist aber bezahlbar für jetzt am Pauschal für jedes Feld eine Stunde hin und zurückfahrt. Also diesmal wären es 5 Stunden. Ne? Ja. Eine grobe Rechnung halt, ne? Ganz grobe. Ja, längerfristig gesehen. Das Blöde ist hierbei, in Anführungszeichen, dass wir noch nicht ausweichen können zu Kartoffeln oder Rüben. Haben wir halt nicht. Gibt es noch nicht. Wegen der Abwechslung, dass man nicht immer ja, Rüben halt später die Aussaat. Also einzig wäre Mais, ne? Mais wäre ja so ungefähr Ende April, Anfang Mai. So. Erstmal Lenkung und dann Tee. Weil wir auch im Prinzip die Gerätschaft natürlich auch noch im Prinzip haben müssen. Ne? Also für Mais bräuchten wir eine Saateinheit. Gleich hinten bloß austauschen. Das ist nur hinten schlecht. Brauchen wir kein neues Gerät kaufen. Aber auch Saatgut wenn wir uns kaufen. Wir haben aktuell nur 6.194. Wir haben dann zwar ungefähr 5.000 Liter Roggen im Lager als verkaufbare jo, Option. Aber Vermögen sieht man damit auch nicht. Ne? Ist ja leider mal so. Ne? Immer abhängig, was uns der Ertrag so einbringt. Ne? Ich denke, bei Weizen ein bisschen mehr verdienen. Wir werden auch ein bisschen mehr ja, neuen Hänger kaufen. Ne? Ich wollte mir noch einen zweiten Hänger kaufen. Weil die Hänger sind ziemlich klein. Da geht ja nicht viel rein. Und heißt ne, ist halt mal so, dass nach zweimal der Hänger voll ist. Ne? Also im Drescher gehen 10.000 Liter rein. Hänger sind 19.000 drin, also nach zweimal ist er voll. Und das ist alles Zeit, die uns dann fehlt bei der Ernte. Klar könnte ich jetzt sagen, okay, wir stellen jemanden ein, der uns abfährt. Ich hoffe, ob das so funktioniert. Wie versprochen ist das eine und dann haben wir das Problem ausgegeben und kein Geld. Ne? Auch der eine Fahrer möchte Geld haben. Ne? Und das ist aktuell, denke mal, in der nächsten Zeit nicht möglich. Ne? Auch wenn wir zum Beispiel Maisernte machen würden, da wäre ganz gut, wenn wir den Traktor hier behalten würden. Weil dann wäre es nämlich so. Wir brauchen ja zwei Geräte für mindestens zwei Maschinen zum Abfahren. Ne? Also zwei Hänger brauchen wir auf jeden Fall zum Abfahren, logisch, und zwei Traktoren. Ne? Und einen Maishäcksler. Tja, ich sag mal so, das muss man verdienen. Und dann muss ja auch ein Fahrzeug haben oder eine Silage. In den Dings reinkippst. Ne? Und das wird ja das nächste Dilemma, kann man sagen. Das ist ja auch ziemlich lang und eintönig. Ne? Geht pro Tag nur wenig rein. Das heißt, jeden Tag ja, viel schlafen und zweimal am Tag auffüllen. Ne? Die Anlage füttern halt. Ne? So, Lenkung aus. Ich kann nochmal so rumfahren. Ein bisschen kürzer, denn ohne Sämaschine, also in der Erde geht es auch ein bisschen leichter, ne? So logisch, ne?
ist Logik dabei, ne? Keine Bremse. Ja, ich wünsche mal allen einen schönen Wochenstart, ne? Ist ja Montag. Ne, Quatsch. Samstag. Ha! Das kommt wieder mal das berühmte Durcheinander von dem Beginn. Ich habe es noch nicht geschafft, bis anzugleichen. Also ich wünsche einen schönen Samstag. Ne, Wochenstart ist bei LS. So, Prinzip, ne? Aber Lüschau, das sollte schon vorher gewesen sein. Ich sag mal, schönen Dank fürs Reinschauen. Sag mal tschüss, ciao. Ja, vielleicht habt ihr morgen noch mal Lust reinzuschauen, hier bei Kettle und Krups. Ich bin da. Tschüss.